So, ich glaube, ich muss nicht viel erklären, denn wenn ihr schaut, was wir hier hinter uns herschleppen, dann wisst ihr sicherlich, was heute ansteht. Wir machen den Bunker dicht. Unheimlich gut geschützt. Aber offensichtlich hat es gereicht, um Leute davon abzuhalten, sich das mal von innen anzugucken. Ja. Und tschüss. Wir haben ja hier immer noch diese metallisige, extrem schwere Stahltür, die wahrscheinlich mal früher den Bunker geschützt hat. Und die in der Art und Weise natürlich nicht mehr brauchbar ist und hier einfach nur im Weg liegt. Ich werde jetzt versuchen, die mit so einem Trennjäger hier zu zerlegen. Ja, mal schauen, wie viele Scheiben dabei draufgehen. Ich habe ja Zweifel, dass wir das in einer angemessenen Zeit hinkriegen, aber wir wollen es zumindest jetzt erstmal probieren. Wie ihr seht, es hat schon einen Grund, warum man sich nicht einfach mit so einem Teil durch eine Stahltür schneiden kann. Ich habe noch nicht mal 3 mm geschafft. Also ob das hier sinnvoll ist, das so zu machen, naja, ich glaube nicht. Man kann es quasi jetzt schon aufgeben. So, ich habe es jetzt eine Weile mit dem Winkelschleifer versucht, aber ich habe meinen Meister gefunden. Eine riesige Stahltür. Ja, ihr könnt es euch angucken. Also tatsächlich habe ich quasi nur an der Oberfläche gekratzt. Und insofern gebe ich dieses Thema jetzt mal auf. Das Teil kriegen wir so nicht zerlegt. Ja, weiß nicht, habt ihr Ideen, wie man das noch machen kann? Mir schwebt ja sowas wie ein Plasmaschneider vor, aber ob der in der Lage ist, circa, naja, was wird das sein, 5 cm vielleicht, na, ein bisschen weniger, vielleicht 4 cm dicken Stahl zu schneiden. Ja, weiß nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, bin da für jeden Hinweis dankbar. Aber wir haben ja auch noch andere Dinge, die wir jetzt hier machen können. Insofern konzentrieren wir uns jetzt darauf, hier in diesen Durchgang eine Tür einzusetzen, die wir euch auch gerade schon mal kurz gezeigt haben. Und dann können wir hier den Bunker sogar für uns abschließen und mal ein bisschen Sachen lagern, insbesondere Material für die Arbeiten, die wir hier ständig machen, also so Schippen, Eimer und alles. Das können wir dann alles mal hier lassen, mal eine Schubkarre hier platzieren, dann müssen wir das nicht immer hin und her schleppen. Gerade ist ja wohnlich. Da muss noch ein paar Kerle drunter machen, bevor wir die Löcher anzeichnen, aber so sieht das mal gut aus.
lieber, wenn es überwiegend anliegen würde. So gut wie es aussehen kann. So. So, ja, es ist schön. Wahrscheinlich wollte ich noch ein paar Abstandshalter, damit es irgendwie ins Rot wieder kommt. Also, sobald man irgendwie anschraubt, ist es schräg. Und dann geht die Dreifachverriegelung nochmal zu. Das ist schon super. Das wünscht man sich mehr. Mann, was sind denn für Scheißschrauben, ey? 25 Euro für Edelstahlschrauben, die nix taugen. Na, vielleicht liegt sogar an dem Scheiß Talk hier, der bringt auch nichts. Scheiß hier! So, wir machen es anders. Offensichtlich ist es einfach zu knapp unten gemessen mit diesem Abstandshalter da. Deswegen kriegt der jetzt eine Kürzung. Ich habe es jetzt lange noch versucht.
Ja, es geht. Ohne Schlüssel kann man sich natürlich hier sehr schön selbst einsperren. Aber eigentlich sollte hier auch ein Knauf rein, aber der wurde nicht mitgeliefert. Was natürlich Mist ist. Ja. Also, mal schön Schlüssel bei Herrn und von dann Problemen. Das passiert was? Und dann ist man hier drin. Das ist dann Licht. Halt, lass den Schlüssel mal lieber hin. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Wir haben unseren Bunker mit eigener Tür. Sehr gut, mit mehrfacher Verriegelung. Jetzt wo es auch endlich mal einrastet ordentlich. Es liegt ordentlich an allen Kanten. So haben wir uns das vorgestellt. Dann können wir jetzt hier endlich auch ein paar Sachen mal drin lagern. Ja, jetzt weiter zum Bäumen verschneiden. Ja,